Hi, hier ist Affinity Jack und heute zeige ich euch, wie man komplexe Objekte entfernt. Fangen wir mal an mit der ersten Person vorne links. Die ist noch nicht ganz so schwierig, die kann man einfach wegklonen. Da zum Beispiel eine neue Ebene. Beachte dabei, dass man auf die darauf und die darunter liegende Ebene arbeitet. Nimmt mit dem Alt und Klick einen Punkt auf. Orientiert sich hierbei noch an der Linie. Hier haben wir ja so eine Linie im Sand. Und ansonsten ist es ziemlich leicht, weil der Sand überall gleichförmig ist. Muss ich nur aufpassen, dass es nicht so viel Wiederholung gibt und suche mir immer neue Punkte aus. Hier habe ich wieder was mit dem Horizont, den ich bearbeiten kann. An dieser Stelle noch ganz leicht. Der Hintergrund wird ein bisschen schwieriger, weil ich aufpassen muss, dass ich keine unschlüssigen, falschen Objekte hineinkopiere. Also gehe ich von mehreren Seiten heran und mache einfach den Hintergrund so ein bisschen dunkel und schon sieht man gar nicht mehr, dass da eine Person war. Schwieriger wird das Paar rechts. Hier kann ich erst wieder genauso beginnen, indem ich den unteren Bereich mit dem Sand wegklone. Hier habe ich eine kleine Besonderheit und zwar ist da eine Steigung drin. Und um den Anschluss zu schaffen, muss ich mir diese Steigung von einer anderen Stelle wiederholen. Ansonsten gleiche Prozedere, einfach so ein bisschen auf die Linie achten und das Ganze so klonen und stempeln, dass es nicht auffällt. Ich mache es hier nur schnell, ansonsten würde man noch von verschiedenen Punkten sich ranarbeiten. Schwieriger ist der Hintergrund. Hier geht es nicht einfach, indem ich was rüber klone. Ich mache es aber so ähnlich. Ich mache mit dem Stiftwerkzeug eine Auswahl von einem anderen Balken. Wie man sieht, die Balken passen ja nirgendwo. Die sind überall leicht unterschiedlich, sowohl in der Farbe als auch in der Neigung. Also passe ich das nur grob an, überdecke damit die Person. Wie man sieht, passt das immer noch nicht, aber ist nicht weiter schlimm. Ziehe mir die Ebene erstmal ganz nach oben und gehe dann auf das Gitterwerkzeug und kann jetzt an den Punkten die anfassen und vorsichtig so ranziehen, dass die Übereinstimmung stattfindet. Natürlich verzerrt das Ganze ein bisschen, ich mache es jetzt nur schnell, man kann es auch ordentlicher machen. Natürlich verzerrt das Ganze ein bisschen. Die Übergänge passen auch nicht ganz, da stelle ich eine Maske und mache die Übergänge ein bisschen sanfter. Aber ansonsten, wenn man jetzt rauszoomt, dann sieht man es nicht mehr. Zum Schluss noch der Balken, das ist eine kleine Überlappung von der Person. Also hole ich mir Informationen von einem anderen Balken, wo es passt. Ziehe das Ganze rüber und wenn man rauszoomt, sieht man es nicht mehr. Jetzt haben wir oben auf der Seebrücke nochmal Personen. Fange ich an mit der Person links mit der gelben Jacke. Es ist gar nicht so schwer, wie es aussieht, obwohl es erstmal unlösbar erscheint. Ich erstelle also hier eine Auswahl und benutze jetzt mal was anderes. Und zwar das Fleckenwerkzeug, zu Englisch Patchwerkzeug. Man fährt einfach über einen Punkt und sucht, bis die Planken übereinstimmen. Dann wird das ersetzt, überschrieben und die Person, zumindest der Kopf, ist weg. Das gleiche könnte ich jetzt auch mit dem Zwischenraum im Geländer machen. Ich mache es mir aber noch leichter, weil die Person so weit weg ist und eigentlich dieses Gelb so sehr stört. Erstelle ich eine Auswahl mit dem Gelb, gehe auch mit dem Patchwerkzeug rüber, leider bleibt es noch ein bisschen gelb, ist aber nicht weiter schlimm. Denn jetzt, da es so eine eindeutige Farbe ist, die rausknallt, nehme ich mir eine Ebene Hue Saturation Luminance, markiere das Gelb, nehme das Gelb raus. Hier in dem Fall invertiere ich nochmal die Ebene, damit ich nur den Bereich, das Gelb, entferne, wo ich es will und nicht aus dem ganzen Bild. Jetzt sieht man die Person also wirklich nicht mehr. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Schwierigsten, nämlich der Herr mit der blauen Jacke, der überdeckt ja dieses Werbeplakat. Das würde zwar theoretisch gehen, aber hier kann man sich wie folgt behelfen. Ich habe noch ein zweites Foto aus einem ganz anderen Blickwinkel. Da sind die Personen inzwischen weiter marschiert.
Und aus dem schneide ich jetzt dieses Plakat aus. Kopiere es mir auf eine Ebene. Kopiere es jetzt in dieses Objekt rein. Setze es hier hin. Es passt schon fast, obwohl ich mich an einer anderen Position befinde. Jetzt kann ich Perspektive-Werkzeug nehmen und es einfach so weit anpassen, bis es passt. Hier ist es ein klein bisschen schief. Man würde es sicherlich ordentlicher machen, aber ihr versteht, wie es geht. So, und jetzt haben wir auch das Problem, dass der Herr eine blaue Jacke anhat, die total durchscheint. Mache ich das Gleiche. Ich reduziere die Sättigung vom Blau. Wenn ich die Ebene invertiere, male ich mit dem Pinsel genau nur dieses Blau weg. Und so kriege ich jedes auch komplexe, unerwünschte Objekt entfernt. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Affinity Jack.